Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich bin Nika von Nikas Lesewahnsinn und habe für euch heute einen Einblick in ein Lesevideo von mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich stelle euch heute das Buch Strandkorb Sehnsucht von Karin Wimmer vor. Das Buch ist bei Forever bei Ullstein erschienen und setzt die Geschichte aus Strandkorbflüstern fort. Das Buch habe ich euch ja bereits auch schon vorgelesen und möchte euch jetzt natürlich wieder mitnehmen. Passend zum Titel finde ich wieder das Cover gestaltet. Strandkorb Sehnsucht. Wer kriegt bei diesem Cover bitte keine Sehnsucht? Ein Strandkorb mitten in der Sonne am Strand mit Möwen mit Blick aufs Meer. Einfach fantastisch. Besser konnte man es nicht wählen, finde ich. Und es passt einfach, weil diese Ostseeliebe, die spiegelt sich einfach in dem ganzen Buch wieder. Ich nehme euch einmal mit rein und gebe euch ein paar Infos über die Autorin. Karin Wimmer lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Niederösterreich. Seit sie denken kann, sind Bücher ihre treuen Begleiter und Freunde. Und schon im Teenageralter entdeckt sie auch das Schreiben für sich. Ihre Ideen kommen meist spontan aus alltäglichen Situationen und lassen sie dann nicht mehr los, bis sie sich an den Laptop setzt. Die Liebe spielt in ihren Romanen immer die Hauptrolle. Ihre eigene Leidenschaft gehört ihrer Familie, dem geschriebenen Wort und Schokolade, in etwa dieser Reihenfolge. Das Buch. Ein Sommer an der Ostsee liegt hinter Lexi. Ein Sommer mit Nico, der alles verändert hat. Doch bevor sie sich auf ihre neue Liebe einlassen kann, muss sie erst ihr Leben in den Griff bekommen. Und das bedeutet neue Wohnung, neuer Job und endlich ihre Diplomarbeit fertig schreiben. Voller Tatendrang stützt sich Lexi in ihre Aufgaben. Doch sie hat Sehnsucht. Nach Nico, nach salziger Meeresluft, nach Sand unter den Füßen und gemütlichen Stunden im Strandkorb. Zwischen Unfällen, Notfällen und Zwischenfällen merkt Lexi, dass man im Leben nicht alles haben kann. Oder doch? Von Karin Wimmer sind bei Forever bei Ullstein erschienen Strandkorbflüstern und Strandkorb Sehnsucht. So, los geht's. Das Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Beautiful Boy, Darling Boy, John Lennon. Kennt ihr das? Man denkt, hätte mir jemand vor einem Jahr den heutigen Tag vorausgesagt, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und in Sekundenschnelle wird einem bewusst, wie sehr sich das Leben in einem Jahr verändern kann. Heute ist einer dieser Tage in meinem Leben. Kein herkömmlicher, ereignisloser Tag, an dem man mal eben einen Flashback hat und sich wundert, was sich so alles getan hat in letzter Zeit. Nein, heute ist eine jener Tage, die so aufregend und nervenaufreibend sind. So ungewiss und wunderbar, dass einem mit plötzlichem Adrenalinschub bewusst wird, dass man sich das, was man jetzt gerade macht, vor einem Jahr nicht mehr hätte träumen lassen. Es ist ein ganz und gar nicht harmloser Tag im Leben der Alexandra Charlotte Cecilia Manninger. 25 Jahre alt, Größe 1,73, Gewicht, nein. So gut kennen wir uns immer noch nicht. Wo war ich? Ach ja, also ein bedeutsamer Tag in meinem Leben. Ich spüre einen leichten Anflug von Panik, also zwinge ich mich ruhig ein- und auszuatmen. Dann wage ich einen erneuten Blick in den Spiegel und streiche mein langes, weit ausfallendes Kleid glatt. Ich kontrolliere ein letztes Mal Make-up und Frisur und nicke mir dann aufmunternd zu. Als ich mich vom Spiegel wegdrehe, entdecke ich, dass meine Zwillingsschwester Lilly, eigentlich Elisabeth Caroline Emilia, lächelnd neben mir steht. Na, Lexi, nervös? Fragt sie mich dann. Meinen Spitznamen Lexi habe ich vor knapp einem Jahr während eines Aufenthalts bei Lilly erhalten, als ich nach einem hässlichen Vorfall zu ihr geflüchtet bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Rasch lasse ich meinen Blick auch über sie gleiten. Frisur und Make-up sind tadellos und das Kleid, das wir gemeinsam ausgesucht haben, steht ihr sehr gut. Ich bin zufrieden. Nein, alles bestens, sage ich deshalb und sehe mich in dem kleinen Raum um. Alle sind fertig und strahlen mich an. Ich werfe meiner Freundin Sylvie einen fragenden Blick zu. Von mir aus kann es losgehen, raunt sie mir zu. Ich nicke, woraufhin sie durch die Tür verschwindet. Mein Vater sieht etwas verloren aus, was ich gar nicht gewohnt bin von ihm. Eigentlich war er sein Leben lang ein taffer Geschäftsmann, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt, aber der heutige Anlass scheint ihm doch zuzusetzen.
Rasch gehe ich zu ihm. Keine Panik. Wenn du auf die Musik achtest, verpasst du deinen Einsatz nicht, flüstere ich leise. Er sieht mich an und ich erkenne an seinem Blick, dass er mich jetzt gerne in den Arm nehmen würde und es nur aus Rücksicht auf Frisur und Kleid unterlässt. Eine nach der anderen geht nach draußen und meine Nervosität steigt, je leerer der Raum wird. Heute ist ein wichtiger Tag. Bei dir ist alles in Ordnung? Erkundigt sich mein Vater noch schnell. Ja, antworte ich nur. Dann geht es los. Die Tür öffnet sich, Musik dringt an meine Ohren und alle Augen sind auf mich gerichtet. Und jetzt gehe ich hier im Mittelgang einer Kirche, im langen Kleid und mit Blumen in der Hand. Gleichzeitig völlig panisch und absolut ruhig und frage, kennt ihr das? Man denkt, hätte mir jemand vor einem Jahr den heutigen Tag vorausgesagt, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und in Sekundenschnelle wird einem bewusst, wie sehr sich das Leben in einem Jahr verändern kann. Aber ehe wir zu diesem denkwürdigen Tag kommen, sollte ich euch meine Geschichte, wie es dazu kam, weitererzählen. Ich fahre also im August von meinem mehrwöchigen Aufenthalt in der Pension meiner Schwester wieder zurück in mein altes Leben. Im Gepäck habe ich neben vielen neuen Freunden, etlichen an Kocherfahrung oder besser gesagt überhaupt Grundwissen in diesem Bereich und einem mächtig schlechten Gewissen, meine schwangere Schwester im Stich gelassen zu haben, auch noch ein Herz, das nach einem Mann schreit, den ich zugunsten meines Studiums verlassen habe. Nico. Falls ihr euch hier etwas planlos fühlt, rate ich zu lauschen, was der Strandkorb euch zuflüstert. Kurz gesagt, ich bin also auf dem Weg nach Hause. Oder was auch immer man gerade als mein Zuhause bezeichnen kann. Sagen wir lieber, ich bin auf dem Weg zu meinen Eltern. Dort angekommen klingle ich und werde von meiner Mutter mit einem »Schön, dass du doch noch zur Vernunft gekommen bist« begrüßt. »Hallo, Mama«, sage ich ruhig und schiebe mich mitsamt meinem Gepäck an ihr vorbei in den Flur. Hier nimmt mich mein Vater wortlos in den Arm. Dann greift er nach meinen Koffern und deutet die Treppe rauf. »Deine Mutter hat dir das Gästezimmer hergerichtet und freut sich sehr, dass sie dich wieder im Haus hat«, meint er mit einem Seitenblick auf sie. Ich nicke. »Ja, danke. Sie versteckt es nur gut, ich weiß.« Der Sarkasmus in meiner Stimme ist nicht zu überhören. Aber nach so vielen Stunden Fahrt und einem wirklich schweren Abschied heute Morgen fehlt mir die nötige Energie für falsche Höflichkeiten. Im Gästezimmer stellt mein Vater die Koffer in eine Ecke und kramt aus seiner Hosentasche einen Schlüssel hervor. »Hier, bitte.« Willkommen zu Hause. Bleib, solange du willst und versuch, deine Mutter zu ignorieren. Sie hätte gedacht, wenn du zurückkommst, dann meinst du zurück zu Robert. Ich nicke. Meine Mutter und Robert waren immer schon ein Herz und eine Seele. Und die Tatsache, dass er mich monatelang mit meiner besten Freundin betrogen hat, sollte ich in ihren Augen unter den Teppich kehren. Zurück zu Robert wäre nur schwer möglich, denn auf meiner Betthälfte schläft jetzt Christine, stelle ich trocken klar. Wenn du etwas brauchst, nein, danke. Ich schüttle den Kopf. Ich möchte jetzt einfach nur unter die Dusche und früh ins Bett. Als ich allein bin, suche ich ein paar Sachen für die Nacht aus meinem Koffer und beschließe, ihn gar nicht erst auszupacken. Ich habe ja nicht vor, hier zu bleiben. Dann danke ich Gott dafür, dass das Gästezimmer ein eigenes Bad hat und ich meinen Eltern somit heute aus dem Weg gehen kann. Nur Klamotten für morgen muss ich noch aus den Kisten im Keller holen, denn bei Lilly hatte ich nur legere Kleidung dabei, die beim Termin mit dem Betreuer meiner Diplomarbeit in der Universität eher unangebracht wäre. Und vermutlich werde ich auch die Unterlagen dazu brauchen. Also husche ich rasch die Treppen hinunter und bedanke mich in Gedanken bei mir selbst, dass ich bei meinem Auszug aus Roberts Wohnung sorgfältig alle Kartons beschriftet habe. Mich jetzt auch noch durch CDs und alte Erinnerungen zu wühlen, bis ich meine Unisachen finde, wäre das Letzte, was ich heute noch gebrauchen könnte. Als ich endlich alles beisammen habe, dusche ich ausgiebig und genieße das warme Wasser auf meiner Haut. Wenig später lasse ich mich aufs Bett fallen und krame in meiner Tasche nach meinem Handy. »Hallo Lexi«, höre ich wenige Sekunden später, doch ich stutze, denn es ist nicht die Stimme, die ich erwartet habe. »Paul?« Ich dachte, Lilly würde schon auf meinen Anruf warten. Erwidere ich überrascht. »Ja, aber ich habe sie vor einer halben Stunde ins Bett geschickt. Nicht, dass es ohne Widerstand geklappt hätte«, fügt er dann lachend hinzu. »Warum? Ist alles okay bei ihr?«, frage ich alarmiert. Meine Schwester ist schwanger und mutet sich grundsätzlich zu viel zu. Bisher konnten ihr Freund Paul und ich sie mit vereinten Kräften immer mühsam überzeugen, etwas kürzer zu treten, doch jetzt kämpft Paul alleine. »Ja, grundsätzlich geht es ihr gut«, beruhigt er mich. »Es war heute nur ein sehr stressiger Tag in der Küche, weil...« Er stockt.
weil, hake ich nach, Stille, Paul. Weil ich Nico freigegeben habe, rückt er mit der Sprache raus. Es hatte keinen Sinn gehabt, ihn heute in die Küche zu stellen. Verdammt. Hey, mach dir keinen Kopf. Mir geht es gut und Nico wird sich auch wieder fangen. Richte Lilly liebe Grüße aus und dass ich gut angekommen bin, okay? Ich melde mich diese Woche noch einmal. Bitte ich ihn und lege auf, damit er nicht hört, dass meine Stimme bricht. Tapfer schlucke ich die aufsteigenden Tränen hinunter. Wie befürchtet geht es Nico genauso wie mir. Ich kann mich jetzt nicht bei ihm melden. Eigentlich wollte ich Bescheid geben, dass alles okay ist, aber ich glaube, damit mache ich jetzt alles noch schlimmer. Resigniert lege ich mein Handy auf den Nachttisch. In dieser Nacht schlafe ich wie ein Stein und als mein Handywecker mich am nächsten Morgen aus dem Schlaf reißt, brauche ich einige Sekunden, um zu realisieren, wo ich bin. Als ich das Gästezimmer meiner Eltern erkenne, lasse ich mich wieder matt in die Kissen sinken. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Jede einzelne Faser meines Körpers sagt mir, dass ich hier nicht hingehöre. Und mit jedem Atemzug sehne ich mich nach der Ostsee. Ich fühle mich kraftlos, leer und ausgebrannt, was vor allem mit dem nervenaufreibenden Gedanken und Entscheidungen der letzten Zeit zu tun hat. Habe ich wirklich das Richtige getan? Der Handywecker piept erneut und ich schiebe die grüblerischen Gedanken von mir. Seufzend ergebe ich mich meinem Schicksal und tappe ins Badezimmer. Aus meinem Schrank wähle ich heute einen Hosenanzug, da ich mit dem Betreuer meiner Diplomarbeit einen Termin in der Uni habe, von dem einiges abhängt. Ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen, obwohl ich nicht weiß, was ich ihm noch vormachen will. Mein Studium war in den letzten Monaten lediglich in meinem Leben als kleines Randkapitel, das ich mehr als nur vernachlässigt habe. Und heute hole ich mir die Quittung ab und hoffe, dass ich meine halbfertige Diplomarbeit nicht in die Mülltonne werfen kann. Wenig später treffe ich in der Küche auf meine Eltern. Sie sitzen um den reich beladenen Frühstückstisch, auf dem auch ein Gedeck für mich bereit liegt. Ich ignoriere es, ebenso wie den aufkeimenden Ärger darüber, dass meine Mutter nach so vielen Jahren immer noch nicht weiß, dass ich von 9 Uhr morgens keine feste Nahrung zu mir nehmen kann, ohne dass mir speiübel davon wird. Ich nehme mir eine große Tasse Kaffee, heute schwarz, und lehne mich beim Trinken schweigend gegen den Küchenschrank. Alexandra, setz dich! Ein Frühstück im Stehen ist an so einem wichtigen Tag nicht angebracht, belehrt mich meine Mutter sofort. Ich zwinge mich tief durchzuatmen, damit meine Antwort etwas weniger bissig klingt. Ein Frühstück im Stehen hat in den vergangenen Wochen gereicht. Also wird es das heute auch, stelle ich fest. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss los. Ehe noch einer der beiden etwas erwidern kann, bin ich aus dem Haus. Die Gegend hier ist mir alt vertraut und doch fremd. Seit ich vor 5 Jahren hier weggezogen bin, hat sich viel verändert. Am allermeisten wohl ich selbst. Auch in der Uni fühle ich mich wie ein Fremdkörper. Ich war in den vergangenen Monaten nicht besonders oft hier. Nicht mal zu den Terminen mit meinem Betreuer, die ich hätte einhalten müssen. Das hat mir den Schlamassel, in dem ich jetzt stecke, ja eigentlich erst eingebrockt. Ich seufze und klopfe an die Tür von Professor Brauner. Frau Manninger, ruft er erstaunt, als ich eintrete. Ich muss gestehen, in meiner Abteilung laufen Wetten, ob sie sich heute wirklich blicken lassen. Und ich habe eben eine Menge Geld verloren. Ich entschuldige mich und erkenne erleichtert, dass der ältere Herr mir nicht böse ist. Im Gegenteil, er versucht sogar mir zu helfen, die Arbeit noch fertig schreiben zu können. Wir versuchen, so kompakt wie möglich alle versäumten Gespräche nachzuholen und sowohl mich als auch meine Diplomarbeit so weit zu bringen, dass Professor Brauners Nachfolger mit mir weiterarbeiten kann. Ich verlasse die Uni erst am Nachmittag. Mein Mittagessen bestand aus einem zweifelhaften Brötchen aus der Mensa und das war noch das vertrauenserweckendste Angebot dort. Himmel, Lilly hat mir wirklich den Ernährungsfloh ins Ohr gesetzt. Früher waren Kochen und Essen notwendige Übel für mich. Zu Hause verschwinde ich gleich im Gästezimmer und falle ins Bett. Die letzten beiden Tage waren enorm anstrengend. Ein wenig Entspannung kann nicht schaden, also schalte ich das Radio an. Es läuft Heaven von Bryan Adams. Ich erkenne den Song sofort, denn ich habe ihn in den letzten Wochen an fast jeden Abend gehört. Gespielt von Nico auf seiner Gitarre, die er liebevoll seine Lady nennt. Nein, nein. Das ist jetzt absolut kontraproduktiv. Ich mache das Radio wieder aus und reibe meinen schmerzenden Kopf. Vorsichtig taste ich nach der Handtasche, mit der ich gestern angekommen bin, da ich in ihr noch Kopfschmerztabletten vermute. Doch was ich dort als erstes wiederfinde, ist der Flyer des After-Season-Festes, den Nico mir untergeschoben hat und auf dessen Rückseite die unglaublichen Worte stehen, ich werde warten. Und während sie gestern ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert haben, sind sie heute einfach zu viel für mich. Innerhalb von Sekunden brechen so viele Gefühle über mich herein, dass ich nicht mehr atmen kann. Regungslos liege ich da. Ich halte die Tränen nicht auf. Die Kraft dazu kann ich gerade nicht aufbringen. Ich schließe die Augen und sehe Nico auf seinem Bett sitzen, die Gitarre in den Händen und mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Er fehlt mir so sehr, dass es körperlich wehtut.
Jetzt weiß ich, weshalb mein Liebeskummer auch Herzschmerz nennt. Es ist genau die Stelle in der Mitte meines Brustbeins, die gerade so weh tut, dass ich glaube, wahnsinnig zu werden. Ich fühle mich wie ein Tisch, dessen Beine unter einer zu großen Last einknicken und brechen. Den Flyer zu finden, war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. In den letzten Wochen hat mich Verschiedenes immer wieder an meine Grenzen gebracht. Die Trennung von Robert, meine Gefühle für Nico, die Entscheidung zwischen ihm und meinem Studium. Und immer wieder habe ich mich gefangen, Restenergie mobilisiert und weitergemacht. Aber jetzt, so unwillkommen und fehl am Platz, wie ich mich hier fühle, ist das einfach keine Restenergie mehr übrig. Ich kann einfach nicht mehr. Kraftlos rolle ich mich zusammen und bleibe einfach nur liegen. Das waren die ersten zwei Kapitel aus Strandkorb Sehnsucht. Ich kann euch nur sagen, dass ich Lexi absolut verstehen kann und ich finde das Buch großartig. Der Prolog macht ja schon neugierig, wie es in der Handlung weitergehen wird. Was wird uns erwarten? Was wird noch passieren? Wie wird sich das alles entwickeln? Klar kommt die Frage auf, wie geht es mit dem Studium, mit ihrer Diplomarbeit weiter? Wie wird der Nachgänger vom Professor? Wird er sie genauso weiterhin gut betreuen? Wird sie das zu Ende bringen? Wird sie Fuß fassen? Wird sie vielleicht Robert nochmal begegnen? Das ist einfach etwas, was unglaublich interessant bleibt. Und genau deswegen habe ich auch nur den Prolog und die ersten beiden Kapitel vorgelesen, damit ihr einfach ein bisschen neugierig in das Buch starten könnt, wenn ihr es lesen möchtet. Wie gesagt, wenn ihr den Strandkorb flüstern hören wollt, dann lest bitte vorab einmal Strandkorb flüstern und dann Strandkorb Sehnsucht. Ich finde für mich wäre es die perfekte Reihenfolge. Und ich kann euch die beiden Bücher wirklich nur empfehlen. Ich liebe den Schreibstil von Karin und es macht einfach unglaublich viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Ich hoffe und wünsche, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen und wir sehen uns beim nächsten Lesevideo wieder. Tschüss!